Physik 2, Serie 11, Aufgabe 2. Hoi, Hoi, Thomas. Eine quadratische Leiterschleife mit Kantenlänge a wird mit konstanter Geschwindigkeit durch ein Gebiet mit konstantem homogenen Magnetfeld b gezogen. Das Gebiet mit Magnetfeld habe eine Breite b von 2 mal a. Das Magnetfeld zeige aus der Zeichenebene heraus. Das ist schon ziemlich abstrakt. Ein Magnetfeld mit einer Kantenlänge. Das ist vereinfacht. Hast du schon mal so ein scharfes Magnetfeld gesehen? Nein, auch wenn man Magnetfelder sehen könnte, wäre es wahrscheinlich ziemlich unrealistisch. Aber man muss ja das irgendwie eingrenzen, damit es nicht so kompliziert wird. Okay. Wie viele Windungen? Eine Windung. Ja. Also es ist abstrakt. Ein Viereck. Ja, das ist ein Viereck, genau. Das ist das. Kann ich ein Viereck zeigen? Wenn wir wollen, dass am Ende ein Strom fließt in der Schleife, dann machen wir die aus Draht. Ich bewege dieses Viereck so über ein Magnetfeld. Wenn es dich stört, nehme ich es wieder weg. Ja, ich muss jetzt da weiterzeichnen hier unten. Es gibt drei Teilaufgaben. Soll ich mal die erste vorlesen? Ja, mach doch mal. Teil A. Stellen Sie den magnetischen Fluss Phi von T durch die Schleife als Funktion der Zeit vom Eintauchen der Leiterschleife in das Gebiet mit Magnetfeld, bis es dieses Gebiet wieder verlässt. Grafisch dar. Die Leiterschleife benötigt die Zeit T0, um die Strecke A zurückzulegen. Der Fluss durch die Schleife kommt hier zustande. Ah, das ist Magnetfeld. Das ist Magnetfeld. Schleife. Genau. Die Schleife wird hier mit einer Geschwindigkeit V in das Gebiet mit Magnetfeld bewegt. Hier auch. Genau. Und der Fluss durch die Leiterschleife kommt zustande durch die Fläche, die in das Magnetfeld eingetaucht ist. Weil außen ist das Feld 0. Im äußeren Bereich der Schleife haben wir dann auch keinen Flussbeitrag. Also wirklich nur der Teil der Fläche der Schleife, welche im Magnetfeld ist. Und diese Strecke, sage ich dir, S, ist natürlich von der Zeit abhängig. Über die Geschwindigkeit V. Ja, und die Geschwindigkeit V, die ist so angegeben, es braucht die Zeit T0, um die Strecke A, und dass die Schleife die Strecke A zurücklegt. Also V kann man berechnen durch A durch T0. Mhm. Ja, und dann ist natürlich S von T ist V mal T, ist in dem Fall A geteilt durch T0 mal T. Aber, jetzt muss man aufpassen, ich schreibe jetzt das hier mathematisch korrekt, hoffentlich, für alle Zeiten T im Intervall 0 bis T0. Weil, ist die Schleife mal ganz im Magnetfeld drin, bleibt der Fluss konstant. Und steigt nicht mehr linear an, wie es hier die Funktion suggeriert. Gut, und die Fläche ist, weil S von T abhängt, natürlich auch eine Funktion von T. Das ist einfach S von T mal A, die Längen dieses Rechteckes hier, dieses schraffierten Rechteckes, und das ist A Quadrat durch T0 mal t. Wieder mit derselben Bedingung wie hier oben, für die Zeiten von 0 bis t0. Ah ja, genau, das muss man natürlich noch gleich sagen. Die Zeit beginnt zu laufen, wenn dieser Schenkel hier auf der Höhe dieser Kante ist, wo das Magnetfeld beginnt. Mhm. Nur dann ist natürlich diese. Also beim Fluss 0 durch die Schleife, beim letzten Augenblick
beim letzten Augenblick. Nur dann ist die Formulierung hier mit dieser Funktion natürlich korrekt. Okay, das heißt, dass die Fläche mit Magnetfeld oder Fläche im Feld nimmt linear zu. Mit der Zeit t. Okay, und weil die Fläche zunimmt, nimmt auch der Fluss zu. Im gleichen Maße. Der Fluss ist ja das Produkt von Feld mal Fläche. Fluss nimmt linear mit der Zeit zu. Also das heißt, wir können das hinschreiben. Es gibt noch irgendeinen Maximalwert. Und das ist natürlich erreicht, wenn die ganze Leiterschleife im Feld drin ist. Das ist Phi zur Zeit T0. Das ist, dann ist der Zeitpunkt erreicht, wo wir ganz im Feld drin sind mit der Schleife. Das ist B, Betrag von B mal die Zeit, die Fläche A von T0. Also ich rechne das jetzt aus dem Grund, damit wir das in eine Grafik eintragen können. Mal T0 und das ist B mal A Quadrat. Eben eigentlich will man ja eine Grafik haben, das ist die Aufgabe. Genau, und ich rechne einfach, wie weit steigt das linear an. Es steigt ein Grafiktablett haben. Soll ich das auf ein, ja, ich kann das vielleicht auf ein so separates Blatt zeichnen. Das zeichnen wir hier drauf. Gut, wir haben hier Fluss. Wir haben hier die Zeit. Zeit. Ja, wir haben hier den Fluss B mal A Quadrat. Und zur Zeit T0, haben wir gesagt, ist dieser Wert des Flusses erreicht. Und es steigt linear an von 0, das heißt, wir zeichnen hier nach oben. Mal der erste Teil. Jetzt das Gebiet mit Magnetfeld hat eine Breite 2 mal A. Das heißt, wie lange passiert nichts? Oh. T0. Also eine zweite Zeit, also bei 2 T0 ändert sich erst wieder etwas. Das heißt, hier bleibt der Fluss natürlich konstant, weil die Leiterschleife ist immer noch in dem Gebiet mit Magnetfeld. Das ändert sich nicht. Das Magnetfeld ist homogen. Und erst dann nimmt die ganze Geschichte wieder einen anderen Verlauf. Es nimmt wieder linear ab. Wir bewegen uns wieder mit gleichförmiger Geschwindigkeit aus dem Gebiet mit Magnetfeld. Das heißt, es nimmt wieder linear ab, bis wir draußen sind und wieder auf den Null, bis Nullfluss. Und aber diese Linearität, die ist eigentlich nur gegeben, weil wir so eine schöne quadratische oder viereckige Schlaufe hätten. Mm. Bei einer runden Schlaufe sähe das schon anders aus. Dann könnte man das, müsste man sich zur Geometrie ein bisschen mehr Überlegungen machen. Mm. So mit Sektoren oder Segmenten oder wie das heißt bei runden Geometrien. Ja, wichtig ist einfach, dass die Flussänderung hier, die kommt zustande, weil diese Fläche A hier, die wird größer. Oder? Hier wird sie linear größer, bei einer anderen Geometrie wird sie anders, größer oder kleiner. Mhm. Genau. Das ist die Aufgabe. Oh. Der Aufgabenteil A. Teil B. Bist du bereit? Ja. Stellen Sie die induzierte Spannung U Ind als Funktion der Zeit grafisch dar. Ja. Die Zeit haben wir schon. Die haben wir schon, ja. Ich tue jetzt das hier rüber. Dann kann ich hier zum B noch etwas zuschreiben. Das Induktionsspannung.
die kommt zustande durch eine Flussänderung, also eine zeitliche Änderung des Flusses. Und zwar ist das minus die zeitliche Ableitung des Flusses. Und das ist für unsere Steigung hier beim Eintritt, ist das gleich, das kann man einfach ableiten hier um, minus b a geteilt durch t0. Habe ich das hier geschrieben? Ja, nicht explizit, aber. Gut, und das gilt auch wieder für alle Zeiten t, also nur während des Eintrittes bis t0. Also ist dieser Wert, das ist eine Konstante, ist nicht von der Zeit abhängig, kann man hier eintragen. Ich habe die Zeitskala ja schon, zeichnen wir das hier analog, also wir haben hier die Induktionsspannung. Hier gibt es zwei Werte und wir haben hier minus BA² durch T0 und hier oben haben wir plus BA² durch T0. Das Resultat ist, wir haben hier die Zeiten T0, 2T0 und 3T0 und trage das jetzt hier einfach ein. Also es bleibt konstant, solange wir in das Magnetfeld eintauchen. Dann sind wir eine Zeit lang mit der Leiterschleife im Magnetfeld drin. Keine Änderung des Magnetfeldes. Keine Änderung, genau. Deswegen auch keine Induktionsspannung. Und dann tauchen wir aus dem Magnetfeld. Das Phi nimmt ab. Deswegen ist minus Phi, d Phi nach dt ist positiv. Positiv dieser Wert. Und dann geht es wieder auf Null. So. Letzter Teil. C. In welche Richtung wird der Induktionsstrom in der Leiterschleife beim Eintritt in das Gebiet mit Magnetfeld fließen? Uhrzeiger oder Gegenuhrzeigersinn? Begründen Sie Ihre Antwort. Ja, das. Also es geht um diesen Teil da. Hast du nicht schon beantwortet? Ja, das ist einfach die Induktionsspannung. Es ist eigentlich noch keine Richtung wirklich ausgezeichnet. Was das hier? Gut. Die Lenzsche Regel gibt hier natürlich die Antwort auf diese Frage. Und zwar besagt die Lenzsche Regel, dass die Wirkung bei der Induktion ist immer entgegen der Ursache. Jetzt muss man nur noch wissen, was ist die Ursache für die Wirkung. Also die Wirkung ist, es wird hier, weil sich der Fluss ändert, eine Spannung induziert. Diese Spannung bewirkt natürlich bei einer geschlossenen Leiterschleife einen Strom. Und die Ursache für diesen Strom ist die Änderung des Flusses. Also minus d Phi nach dt. Mhm. Genau. Und die Wirkung soll der Ursache entgegenwirken. Das heißt, wenn der Fluss in diese Richtung aus der Blattebene hinaus, weil das Magnetfeld schaut aus der Blattebene hinaus, der Fluss nimmt beim Eintauchen zu in aus der Blattebene hinaus. Also die Richtung hier des Flusses muss man beachten. Das heißt, der Strom, der durch die Induktion zustande kommt, wird natürlich dieser Änderung entgegenwirken. Der Zunahme des Flusses aus der Blattebene heraus. Und das geht nur, indem dass der Strom, der induziert wird, ein Magnetfeld verursacht in der Drahtschleife, welche entgegen dieses Flusses wirkt. Das heißt, der induzierte Strom in der Schlaufe erzeugt ein Magnetfeld, das in das Blatt hineingeht. Genau. Mit der Richtung. Und was für ein Strom induziert solches Magnetfeld?
schätzen auf die im Uhrzeigersinn. Genau, Daumen soll in Richtung des Magnetfeldes zeigen, dann zeigen die Finger in Richtung des Stroms. Das muss man natürlich die rechte Hand zu Hilfe nehmen, das habe ich gemacht. Ich habe eine normale rechte Hand und funktioniert das. Genau, der Strom, der Induktionsstrom, schaut in diese Richtung beim Eintauchen. Und somit ist die Aufgabe eigentlich beantwortet. Und beim Austauchen? Wollen wir das auch noch schnell anschauen? Das wäre vielleicht gut. Ja. Weil das könnte, ja, das ist immer ein bisschen die Frage, was ist, auch hier muss man sich wieder stellen, in welche Richtung fließt der Strom? Was ist die Ursache, dass überhaupt ein Strom fließt? Beim Austauchen haben wir gesehen, dass der Fluss wird kleiner. Die Ursache ist diese Flussabnahme. Der Strom, der fließen wird, wird dieser Flussabnahme entgegenwirken. Das heißt, der Strom, der fließen wird, der wird ein Magnetfeld erzeugen, der dem äußeren Magnetfeld gleichgerichtet ist, um dieses zu unterstützen, damit dieser Fluss in der Blattebene hinaus bloß nicht abnimmt. Genau, das heißt, der Strom wird beim Austauchen ein Magnetfeld in der Schleife generieren, das aus der Blattebene hinausschaut. Und das heißt, im Gegenuhrzeigersinn. Eine Abnahme des Flusses bedeutet eigentlich eine Zunahme eines Flusses in die entgegengesetzte Richtung. So kann man das ausdrücken, ja, genau. So kann man die Leute auch verwirren. Ja, das immer wenn man hier mit den Richtungen, wenn man das mit den Richtungen beschreiben will, dann muss man wirklich aufpassen, wie man sich ausdrückt. Sonst wird es ziemlich bald mal verwirrlich. Okay, langsam sprechen und vielleicht eine Skizze dazu machen. Gut, wir hoffen, dass wir niemand verwirrt haben, und sondern im Gegenteil einiges klären konnten. Und wir danken fürs Zuhören. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören.